Die Spielvereinigung Bernkeller, ja, gewinnt das Derby in der Kreisklasse Augsburg Nordwest 4:0. Hier bei mir einer der Torschützen, der Michi Seitz. Michi, 4:0. Im Vorfeld der Partie gedacht, dass es so klar dann doch ausgeht? Definitiv nicht. Ja, also wir haben mit dem Hinspiel war es ja auch schon ein harter Kampf, ja. Aber wir haben schon gewusst, dass wir eine Chance haben. Ne? Auch wenn wir, so wie es bei Teferdingen ja auch ist, momentan wir echt am Stock gehen, was personell angeht. Und da haben heute drei bei uns auf der Bank gesessen, die haben glaube ich nur keine einzige Minute trainiert. Unter anderem der Matze, ja, kommt rein, macht drei Buden, gutes. Aber ich glaube, dass mir das Spiel heute, das Ergebnis vielleicht ein Stück weit zu klar war, ja, was der Spielverlauf angeht. Aber am Schluss dann doch verdient, weil man halt in den entscheidenden Situationen vielleicht ein Stück, ja, erfahrener auf dem Platz dann waren, ja, und das halt dann ausgenutzt haben. Und so geht halt so ein Spiel dann mal 4:0 aus. Für uns natürlich super, ja, guter Start in die Rückrunde. Und jetzt müssen wir halt anknüpfen und hoffen, dass der ein oder andere Verletzte wieder zurückkommt und dann schauen wir mal, was noch passiert. Antonio, ja, 0:4 im Derby. Erste Halbzeit war ein bisschen zäh, hattet aber doch dann die Chance zum 1:0. Bernkeller hatte eine Chance zum 1:0. Zweite Halbzeit, dass die dann so ausgeht und ihr 4:0 verliert, hätten wir nicht erwartet. Ja, wir waren eigentlich schon gut eingestellt auf das Spiel. Wir haben gewusst, es wird ein harter Kampf hier im Bärenkeller. Ich finde, haben es in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht. Haben es auch versucht, spielerisch zu lösen. Haben auch unsere Chancen gehabt. Haben sie leider nicht gemacht, nicht genützt. Und ja, so ist Fußball in 2:0. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir kompletten Faden verloren. Und so ist Bärenkeller zu den anderen Chancen dann kommen. So im Ganzen, wenn man schaut, das Spiel, sage ich jetzt, verdient Bernkeller, Gratulation. Und wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir mehr als Team da zusammenwachsen, arbeiten, Ärmel hochrempeln und es geht weiter. Ja. Wir haben natürlich was mitgebracht, Hebe. Nach dem Sieg gibt es natürlich ein Siegerle. Heute für euch. Ja, der ist noch im Kofferraum, den kannst du nachher holen. Bernkeller-Sieger, heute als Musterdose. In Zukunft dann im Original. Heb's mal hin. Vielleicht auch bald dann für Teferdingen, Antonio. Die Niederlage wird euch, denke ich mal, jetzt nicht so das große Kopfzerbrechen bereiten, weil es sind ja noch ein Haufen Spiele und du musst jetzt natürlich die Mannschaft wieder aufrichten, während der Michi sein Bernkeller-Siegerle trinkt. Ja. Ja, das lass das schmecken, gell? Gut, Jungs, danke fürs Interview. Tolles Derby haben wir gesehen. 4:0, schöne Tore und dann bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, den Mann des Tages im Derby, Spielvereinigung Bernkeller gegen den TSV Teferdingen haben wir vor der Kamera. Matthias Lang wird eingewechselt, macht drei Kisten, legt ein Tor vor. Im Seitzmichi war es, glaube ich. Und ja, lässt sie dann wieder auswechseln. Endstand 4:0. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen. Mit dem Ergebnis konnte man natürlich vorher nicht rechnen. Also nicht unbedingt, weil in der Vorbereitung lief es bei uns auch nicht so wirklich. Haben viele Verletzte gehabt. Ich selber, sage ich mal, habe auch noch ein bisschen Knieprobleme. Aber dass dann so läuft, konnten wir natürlich nicht erwarten. Und das ist relativ gut für uns. Jetzt steht er natürlich als Aufsteiger richtig gut da mit dem Derby-Sieg. Alles offen in diesem Jahr noch. Wo soll es denn noch hingehen jetzt nach dem Sieg? Das schauen wir mal. Also nach unten haben wir, denke ich, nichts mehr zu tun. Und jetzt schauen wir halt, jetzt müssen wir unsere Punkte noch sammeln und dann schauen wir, wo es hingehen kann. Matze, Mann des Tages, drei Kisten, ein Assist. Für dich ein Siegerle. Dankeschön. Bärenkeller-Siegerle. Gibt es vielleicht dann heuer noch ein paar mehr. Wohlverdient, genau für den Zweck haben wir es gemacht. Glückwunsch zu deinem Spiel, zu deinen Tore und der Mannschaft einen Gruß und dann sehen wir uns wieder. Danke dir.